eine schier unglaubliche Partie aus der Runde 5 des European Club Cups möchte ich euch noch zeigen, als Nachlese sozusagen. Und die wurde gespielt zwischen Daniel Darda, einem belgischen Großmeister, dreimaliger belgischer Meister, übrigens das erste Mal schon im Alter von 13. Wahnsinn. Gegen Shakir Mamedyarov, also der Azeri, der sympathische Azeri, dieses Biest auf dem Brett, wenn er einen guten Tag hat, kann er jeden schlagen. Und diese Partie, das ist wirklich eine, ja, nicht Stilblüte, es ist ein Meisterstück. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselize Gunnis YouTube-Kanal. Also, eine Nachlese aus Runde 5 des European Club Cups zwischen Daniel Darda und Shakhriyar Mamedyarov. Danke nochmal an die zwei netten Menschen, die mich auf die Partie hingewiesen haben, nach dem Motto: Das musst du zeigen, das dürfen deine Zuschauer nicht verpassen. Und da haben sie zu 100% recht. Wenn euch das hier zusagt, wenn es euch gefällt, was ihr jetzt seht, dann lasst doch ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr gar nichts oder unterstützt mich gerne auch via PayPal mit einer Spende. Übrigens, Leute, wir haben noch 300, ne? 300 Abonnenten bis 10.000 bis Jahresende, knapp, aber wer, vielleicht ringt ihr euch ja durch diesen Kanal zu abonnieren, kostet ja nichts. Also, jetzt gucken wir mal den Wahnsinn hier an. Daniel Darda, ganz starker Mann. Okay, natürlich elotechnisch jetzt nicht auf dem Level wie Shakhriyar Mamedyarov. Aber was heißt das schon? Bei Großmeistern kann immer alles passieren. Ne? D4 hier und ihr seht C4. Und der Mamedyarov, der wählt hier so einen königsindischen Ansatz. Ne? So normalerweise weiß ich auch nicht, was jetzt. Also Springer F3 zum Beispiel, dann kommt D5 oder sind wir schon fast in so einem Grünfeldinder. Whatever, das kann jetzt in vieles transformieren. Aber Daniel Darda spielt hier einen Zug, den gibt es, der ist nicht neu, aber das ist schon mal eine Ansage. Er spielt nämlich hier H4 und denkt dran, das ist eine klassische Partie. Das ist nicht irgendwie jetzt rumgeblitze. Und dieser Zug ist nicht neu. Es gibt eine sehr spannende Partie zwischen Magnus Carlsen und Maxime Bachir-Lagrave. Da hat Magnus auch hier an der Stelle H4 gespielt und die Partie überragend gewonnen. Ja? Aus dem Jahr 2019 ist die. Also der Zug ist spielbar und natürlich im Zeitalter der Computer, ne, Harry the H-Pawn, den pushen wir mal nach vorne. Nicht Push'n Baby, weil es kein Freibauer ist, aber gut. Läufer G7, Schach sagt, mir egal, mach du mal, Springer C3, Springer C6 und jetzt kommt Springer F3. Also alle vier Springer sind hier im Spiel mit dem Einschalten des Zuges H4. Das sieht schon ein bisschen strange aus, ist aber nicht. Also ist alles okay, ist okay, kann man spielen, ja. Ist halt aggressiv und hier in der Stelle, also es gab mehrere Partiebeispiele, habe ich ja gerade erzählt, wurde immer D6 gespielt, immer. Und jetzt aber nicht. Jetzt rochiert der gute Chakria weg. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Fünf Züge ist eine Stellung, die ist noch nie erreicht worden. Also zumindest nicht in der Meisterdatenbank. Die Stellung gab es noch nie. Nach fünf Zügen. Wie ist denn das im Computerzeitalter überhaupt möglich? Da seht ihr mal, wie reichhaltig unser Spiel ist. Liebe Schachfans, das ist unglaublich. Da werden Millionen Partien pro Tag gespielt und, oder, naja, Millionen, aber auf Meisterlevel. Und da gibt es jetzt hier diese Stellung zum ersten Mal. Wow. Okay, also, was tut Schwarz hier? Entschuldigung, was tut Weiß hier nach der Rochade? Na, für H5 ist noch ein bisschen zu früh, aber D5, klar, warum denn nicht? Also, ich vertreibe den mal hier, den Springer. Wo soll denn der überhaupt hin? Ja, der geht nach B4. Und jetzt, wenn jetzt manche von euch glauben, was ist das für ein Tempoverlust hier? Man könnte doch jetzt einfach A3 spielen. Das ist nicht der Partiezug, aber da kann man machen. Verzeihung, da kann man machen, aber dann kommt einfach Springer A6 und er hat hier ein schönes Feld. Und Weiß kann das nicht so richtig unter Beschlag nehmen, dieses Feld, weil ihr seht, dieser Läufer, ne? Der Springer ist ungedeckt und Schwarz hat dann Zeit, C6, Springer C7 zu spielen. Das ist alles okay. Das ist soweit völlig in Ordnung. Und deswegen hat Daniel Darda auch erstmal Abstand genommen, hier A3 zu spielen. Erstmal G3 gespielt. Auch ein guter Zug, ja, und möchte halt den Läufer hier fianchettieren. Okay, also jetzt wird erstmal hier das weiße Zentrum angegriffen mit E6, klar. Jetzt spielt Weiß dann doch A3, Springer muss nach A6, auch klar, Läufer G2.
Und jetzt wird hier einmal getauscht. E schlägt D5, C schlägt D5 und na, der einzig vernünftige Zug, ja, Turm E8, wir gehen natürlich auf die halboffene E-Linie. Ist doch klar. Und weiß auch hier, das bei den König in Sicherheit. Auch klar. Springer C5, da ist er wieder. Da ist er wieder, das gute Ross, ja, und sagt, jo, ich stehe hier gut und vor allen Dingen kannst du immer noch nicht B4 spielen, weil wenn du nämlich B4 spielst, ja, dann mache ich Bösartigkeiten mit dir. Springer FE4, ihr seht schon Druck auf dem C3, der C3 kann nicht ziehen, weil sonst der Turm hängt und I. Nee, ne, das kann man nicht machen. Und deswegen muss, weiß sie was, einen anderen Plan finden. Und ein anderer Plan wäre zum Beispiel Läufer G5, ist ein guter Zug. Und dann steht Weiß sogar etwas besser. Ist jetzt nichts Entscheidendes, aber Weiß steht dann schon angenehm, muss man schon sagen. Vielleicht auch einfach den Turm hier rausnehmen aus der Diagonalen. Einfach mal Turm B1 spielen und B4 vorbereiten. Solche Züge sind gut. Und ja, und also weiß ich nicht, Turm B1, ne, D6, B4, Springer D7 und so weiter. Gut. Aber der Sinn stand dem guten belgischen Großmeister offensichtlich nach mehr. Und er spielt hier D6. Und das ist ein guter Zug. Wahnsinn. Also, das ist wie so ein Stachel, ja, im schwarzen Fleische. Und das ist unangenehm, weil hier nehmen will man nicht. Ja, also, wenn man hier nimmt, ne, dann kann man vielleicht noch erstmal Läufer G5 einstreuen. Man kann hier Springer D4 spielen. Also, das ist grausam, ja. Guckt euch mal den Läufer auf C8 an. Das ist überhaupt gar keine Option. Aber man muss ja gar nicht nehmen. Man kann ja sagen, gut, pass mal auf, ich spiele C6. Hat er auch getan, der Scheck. Und die Idee ist einfach, ganz simpel, Turm E6, Läufer F8 abholen. Und was macht Weiß dagegen? Ja, nicht viel, aber Weiß steht hier besser jetzt. Man sollte einfach Turm E1 spielen. Auch nicht die Partiefortsetzung. Turm E1 wäre so stark. Also, was heißt so stark? Hier ist halt, weiß keiner, wie es ausgeht. Ist ein guter Zug, aber okay, was ist denn, wenn man jetzt den Plan hier verfolgt mit Turm E6? Das geht jetzt nicht. Also, das geht nicht wegen Springer G5. Wir müssten vielleicht erstmal Läufer F8 spielen hier an der Stelle. Aber dann Läufer F4 deckt den Bauern. Nee, man muss das alles ein bisschen anders angehen und es kam ja auch alles gar nicht so. Weiß hat hier nämlich Springer D2 gespielt. Und die Idee liegt relativ deutlich auf der Hand. Man möchte hier über C4 den Bauern decken. Aber der Zug ist langsam. Ja, der Zug ist relativ langsam. Springer D2 ist nicht so wirklich das Richtige. Also Schack spielt erstmal A5, ja, verhindert hier die Expansion mit B4 und so. Und jetzt könnte man sich überlegen, ja, vielleicht kann man erstmal den Kollegen abtauschen. Ich meine, Springer C4 führt jetzt nicht wirklich zu was. Ich spiele einfach B5. Ja, das ist jetzt noch nicht das Richtige. Vielleicht kann man Springer B3 spielen hier, sowas. Anyway, es kam B3. Und das wirkt alles nicht hundertprozentig. Also B3, ja, der Springer ist nicht gedeckt. Ich habe schon zweimal darauf hingewiesen. Springer D2. Was will denn der da? Ja, also, Turm E6. Ja. Genau, Dame C2 und ihr nehmt den. Naja, also ich sag mal, dieses Manöver mit D6 war okay für Weiß, nur man kann jetzt nicht so einfach tatenlos zusehen, wie man diesen Bauern einfach herschenkt, sag ich mal, ohne jegliche Kompensation. Ja, also jetzt kommt Springer C4 mit Tempo, klar, aber der Turm geht einfach wieder zurück und sagt, hey, war kurz einen Ausflug gemacht, ja, kurz Picknick hier auf D6 und ich gehe wieder zurück. Naja, Läufer E3 greift den Springer an mit Tempo, aber den können wir einfach mal verteidigen. Ich meine, der Läufer, der stand zwar toll auf dieser Diagonalen, aber zur Verteidigungsmaßnahme ist er auch nicht ungeeignet. Und jetzt spielt Daniel Dahler Läufer H3. Und das ist echt unglaublich. Leute, einen kurzen Schluck Tee und ihr sagt mir, warum diese Stellung total gewonnen ist für Schwarz. Ja. Unglaublich, oder? Das ist ein Fehler, Läufer H3. Der Turm hängt, das stimmt. Aber wir gehen erstmal zurück. Okay, Turm E3. Und Daniel Dahler steht hier auf Verlust und zwar komplett, total. Was ziehen? Das Problem ist, ich kann immer, Weiß hat jetzt noch verschiedene Züge, aber das Problem ist immer die gleiche Antwort, zeige ich euch. In dem Fall kam jetzt B4
Und wenn man hier nähme, also ich sag, man kann hier nehmen, ne, dann kann man aber Arschlick. Also das Problem ist, dass der Turm auf A1 ungedeckt ist, ne? Also warum dann B4? Naja, vielleicht war die Idee, dass man sagt, okay, ich tausche hier erstmal zwischen, ne? Also mit Läufer C5, sowas hier. Aber dann gibt es auch diese Zwischenzüge wie B3. Man kann natürlich auch den sofort zurücknehmen. A schlägt B4, Turm schlägt A1. Was habe ich gesagt? Der ist ungedeckt, nicht ungedeckt. Ist gedeckt von einem, also ist ein Turmtausch, so will ich das sagen. Ne? Und dann Läufer schlägt B4 und die weiße Stellung krankt an allem. Ja, guckt euch mal dieses Bauerntrio an. Ja, also wie gesagt, B4 und aber ich sag mal, Schwarz will überhaupt gar nicht auf B4 nehmen. Schwarz spielt D5, das ist der Zug, von dem ich sprach, das ist der Knallzug. Und jetzt ist kein Kraut mehr gewachsen gegen den schwarzen Angriff. Natürlich muss man es noch technisch schaffen und jetzt passt mal auf. Was jetzt passiert, ist meisterhaft. Ist ein Meisterwerk. Ist ein Meisterwerk. Der H3 hängt, sehen wir alle. Der C4 hängt, sehen wir alle. Aber der C5 hängt auch. Das heißt, Weiß ist am Zug, wir können ja erstmal hier zwischentauschen. Okay, Dame schlägt C8, wunderbar. Und jetzt nehmen wir den C5 raus, ne? Wunderbar. Aktuell hat Weiß eine Figur mehr. Und man kann hier nehmen und steht auf Gewinn. Man kann aber auch erstmal Dame H3 spielen und huch, es droht Springer G4, Dame H2 matt. Und jetzt, passt auf, Weiß kann das abwehren. Weiß kann Springer D2 spielen. Und nach Springer G4 könnte, ups, pardon, Springer G4 könnte man sofort Springer F3 spielen und das matt abdecken. Deswegen hat Schack erstmal auf C5 genommen, also diesen Läufer raustauschen, B schlägt C5 natürlich und jetzt Springer G4 gespielt. Und jetzt muss man Springer F3 spielen, klar, weil es droht ja matt hier. Also Springer F3. Und jetzt ist ein, jetzt habe ich meinen Schluck-Tee-Moment schon vorweggenommen, liebe Schachfans. Diese Stellung ist aus. Gewinnt die Partie für Schwarz. Wahnsinn. Wahnsinn. Was tun? Check, attack, entkorkt hier diesen unfassbaren Zug Turm E3. Und das droht simpel, Turm schlägt F3 nebst matt. Sehen wir alle, oder? Was ist denn, wenn man den Turm nimmt mit dem Bauern? Naja, ich nehme den G3 weg. Der König muss ins Eck, logisch. Und jetzt können wir auf E3 nehmen. Und jetzt hängt die Dame und es droht schon wieder matt. Das heißt, wenn wir dieses Matt abwehren zum Beispiel, ne, dann geben wir erstmal einen Schach, der Springer muss dazwischen und pflücken uns die Dame raus. Brauchen wir nicht weiterspielen, ist natürlich Quatsch. Das heißt, wir können diesen Turm nicht nehmen. Es droht aber gleichzeitig, Turm schlägt F3 nebst Mattsetzung. Also was tun? Naja, wir müssen mit dem Turm weglaufen. Ja, wir müssen dem König Platz schaffen, sagen wir es mal so. Turm E1, Turm D1, auf jeden Fall Turmzug, Turm E1. Und jetzt hängt der Turm. Also wenn wir jetzt mal einen Nullzug, war jetzt einfach nur mal ein Zug, nur so, ja, das geht nicht. Weil jetzt, jetzt kann Weiß zwar immer noch nicht nehmen, das würde immer noch matt sein, aber Weiß könnte jetzt Springer D1 spielen, den E3 angreifen, den F2 überdecken und plötzlich steht Weiß besser. Also das geht gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Wir müssen einen sinnvollen Zug machen. Und das macht Check. Er spielt Turm AE8. Und jetzt ist das Problem, dass der König nicht flüchten kann. Ja, weil der Turm das verhindert. Ja, wir sehen das gleich. Also, es droht hier einfach schlicht, Turm schlägt F3. Und ich mache noch mal, ich mach jetzt nochmal einen weißen Nullzug, einfach sowas, nur damit ihr es mal seht. Turm schlägt F3. Wir nehmen hier raus. Dame H2, König F1, Dame H1 matt. Und ihr seht, der König kann nicht flüchten, weil der Turm das verhindert. Und deswegen war dieser Turmzug fantastisch und zeigt halt klar, ich stehe auf Gewinn. Jetzt kam aus Verzweiflung, ist, ihr wisst ja, die Mattdrohung, kam Dame D3. Quasi Damenopfer. Nach dem Motto, nimm doch mal den hier, dann habe ich vielleicht genug Material. Also wenn man jetzt hier nehme, zum Beispiel, E schlägt D3. Und so weiter. Ne? Also. Was zieht Check mal mit Jarov hier? Leute? Wieder Turm E3.
Unglaublich! Unglaublich! Aus Aufgabe weiß, es gibt keine Rettung. Es droht wieder, Turm schlägt F3, nebst Matt. Wenn ihr hier den Turm nehmt, ja, was passiert denn dann? Ja gut, dann nehme ich natürlich den Turm, F schlägt E3 und jetzt rasiert die Dame die dritte Reihe, ups, pardon, jetzt rasiert die Dame die dritte Reihe ab, alles fällt mit Schach und das ist ein Witz, das ist ein Witz. Turm E3, das zweite Mal. Und wenn man mit dem Bauern nimmt, ja, na, dann nehme ich auf G3. Wo geht ihr hin? Hier hin, das Matt. Ja, und wenn ihr ins Eck geht, hier mit dem König, ne, ist auch matt. Ja, wie? Springer F2. Und deswegen, nach dem zweiten Turm E3-Zug, guckt mal hier, Aufgabe weiß bei dir. Eine Perle, oder? Eine Perle. Fantastisch gespielt und Daniel Dahler, der arme Kerl, dem wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und ich dachte, dieses taktische Meisterwerk musste ich euch zeigen, durfte ich euch nicht vorenthalten. Und hoffentlich habt ihr es genauso genossen wie ich. Tolle Partie. Und wenn es euch gefallen hat, ja, das war's nämlich schon. Ja, ich weiß, 27 Züge, aber ja, so ist das manchmal, wenn das taktische Feuerwerk brennt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nichts mehr. Oder unterstützt mich gerne auch via PayPal mit einer Spende. In diesem Sinne beende ich hiermit jetzt aber wirklich meine Berichterstattung über den European Club Cup in Durres in Albanien. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss.